So, moin Leute, was geht? Dennis wieder hier am Start. Ist ein neuer Tekken 8 Trailer wieder rausgekommen. Martial Law diesmal. Und ich dachte mir beim Paul Trailer, das ist ja auch gerade rausgekommen. Ich dachte mir, ich gehe mal direkt meine Reaktion drauf, weil das ist einfach, wow, what the fuck, wieder ein neuer Trailer draußen. Ich dachte mir, warum nicht? Gebe ich mir erstmal wieder als nicht einen Charakter, wofür ich mich jetzt sonderlich freue in dem Sinne, weil ich den nicht wirklich spiele, genau wie bei Paul. Aber ich freue mich immer auf neuen Content, wenn es um Tekken 8 geht, weil das ein Game ist, auf das ich mich sehr freue. Also dass ich mir komm, was soll's, nehme ich mal wieder eine Reaktion auf. Sehe, was passiert. Also let's go. Nicht um großen Brei herumreden. Bandai Namco, lass mich das ein bisschen für mich ein bisschen leise machen hier. Natürlich, das neue Intro ist immer noch sehr geil. Einfach. Legendary Dragon. Take a light. New challenger. Come and get some. I dare you. Marshall. Oh, die sehen so gut aus, ne? Die Gesichter und alles. Wow. Aber die Animation, die ist so heftig in dem Spiel. Okay. Das ist also ein Heat-Move gewesen, oder wie? Und er benutzt einen Nunchakus, was ich sehr geil finde. Okay. Neues Intro. Ah, okay, das ist jetzt. Okay, das ist jetzt ein Heat Engager. I see. Also die Treffer haben schon sehr viel Umf, das muss man echt sagen, ey. Komm, Balcony Break, yes, yes. Boom, jetzt Rage Art. Das ist einfach Bruce Lee, einfach 1 zu 1, ey. Was war das denn? Ja, ist schon sick auf jeden Fall. Die Stage haben wir ja schon gesehen und alles. Ich meine, die meisten Moves von den Charakter auch. In einer Präsentation, die die ja letztens gehalten haben, vor, was war das, ein paar Wochen, ein, zwei Monaten oder so. Aber ist auch schon sehr fett. Also auf jeden Fall, gefällt mir sehr. Vor allem die Gesichtsanimation, ich finde die so wunderbar. Das ist einfach so expressive. In Tekken 7, das ist das einzige Problem, das ich wirklich mit Tekken 7 habe, ist einfach, dass da die Persönlichkeit in dem Spiel fehlt, sag ich mal. Es ist einfach gefühlt sehr stiegel, nicht wirklich viele Charaktere, das zeigen so, wie soll ich das sagen, so einen eigenen Style oder so. Meine, vielleicht die größten Ausnahmen sind, sag ich mal, zum Beispiel Lee. Aber außer Lee fällt mir jetzt so aus dem Kopf jetzt nicht wirklich ein, was ein. Ich sag mal, klar, King ist mein Main, ist ein Wrestler. Ich sag mal, die ganzen Intros und so, die er in Tekken 7 hat, die sind jetzt auch nicht neu oder so. Das ist wirklich das Problem, was ich habe. Das fühlt sich alles nach so ein. Wir nehmen was alles aus, was weiß ich, Tekken 6, Tag Tournament oder so, die ganzen Charaktere und importieren die einfach nach Unreal Engine 4 und was sagt sich das? Und das wirklich das Problem, was ich mit Tekken 7 habe, ist einfach, dass da keine, das Spiel hat keine eigene wirkliche Persönlichkeit und das ist, was ich sehr viel bei Tekken 8 sehe, ist einfach, dass die Charaktere sehr viel Persönlichkeit zeigen und wenn die Grafik, die Animation, der Soundtrack ist auch sehr fett bisher, was ich da gehört habe. Also die Beats, die gehen auch ziemlich rein. Das ist, was sie wirklich in jedem Game richtig machen, ist einfach der Soundtrack, der ist einfach so geil. Ja, schon cool auf jeden Fall. Na, gefällt mir. Ich freu mich auf mehr. Und ich hoffe, euch hat die ganze Zeit auch gefallen. Also man sieht sich beim nächsten Mal. Danke und ciao. Anyways, if you liked this video, don't like, don't comment, don't subscribe, don't retweet, don't follow, don't reblog, do not smash the like button.